écrasé tout avec. Good man, Brascovich. Good ball!
Christ, get going. Achtung! Die wechselnde in Position! Scheiße! Thank you.
Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbannführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bobby. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden. Gut! Lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmbannführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobby, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin nicht. Thank you.
hier. William? Yes. Is that for me? Yes. You know there's just one bed. Yes. Are you comfortable sharing? Sometimes Christmas, sometimes birthdays, sometimes mayhem, suffering, and death. Sometimes you just need to feel something good. Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen, unserem endgültigen Reiseziel. I know where to go. A way to get inside Eisenberg prison. There's a hotel, it's on the same street as secret police headquarters. Everybody knows about it. Secret police headquarters is notorious here in Berlin. They bring prisoners inside for questioning. They torture them, and then they drive them back to Eisenberg prison, if they're still alive. Something's happened. There's a prison transport arriving. Come quickly! They're making a pickup. You find a way to get down on the roof of that prison transport bus. You hide on that roof and you can ride it all the way into Eisenberg prison. I go down and distract the guard. And maybe he won't see you.
seh nicht, was jemand! Geh mir vor! Jetzt gehörst du mir! Gott, da bist du ja! Warum kommst du... Schichtwechsel, wir sind spät dran. Eine Minute. Genau eine Minute, Hans. Dann müssen wir aber los. Nach rechts. Geh du da. Komm schon. Vorwärts. Sau, du Dreckige, du. Komm vorwärts. Ich zeig dir was, du. Faule Drecksau, du. Komm. Komm. Was, du? Komm, faul. Geh raus. Schnell vorwärts. Zeig dir was, du. Komm schon. Vorwärts! Vorwärts! Hey du! Auf 5 Schritte! Vorwärts! Glaubt ihr, könnt da rasten? Links rein! Rein sofort, du Drecksau, du! Rein! Rein!
Weise auf Widerstand. Vergessen Sie nicht, dass Sie bei jeglichem Widerstand gegen Umerziehungsmaßnahmen der umfassenden Gewalt des Strafvollzugs ausgesetzt werden. Gefangene, vergessen Sie nicht Ihre Pflichten im Strafvollzug. Sie befinden sich hier als Folge Ihres Handels. Leisten Sie Ihre Strafe mit Würde ab. Gefangene, vergessen Sie nicht, dass der Besitz verbotener Waren automatisch eine Strafverlängerung nach sich zieht. Gefangene, denken Sie an Ihre Angehörigen. Lassen Sie sie nicht im Stich.
Schwein!
verflucht! Hört das denn nie auf? Hast du mal Zitronenkaffee versucht? Der wirkt Wunder. Wer meint... Wo gehst du hin? Hallo, weit noch zur Tonne, kommst du her! Getting ready for the eternal nap. And this Nazi-killing jammy bastard shows up out of nowhere. What have you been up to, Blazkowicz? Shooting, stabbing, strangling Nazis. Ready to set things straight, Fergus. Well then, let's square on out of here. Kill every damn Nazi that gets in our way. Hey! Careful with that door! Here they come. Can you get that hatch open? You may be a way out. Halt die Tür zu! Lass sie nicht rein! Gut! Fester drücken, drücken, Männer! Hey, Blazkowicz! See if you can cut the chain to the hatch and get into the vent shaft! BJ, cut that chain to the ceiling hatch and climb into the vent shaft! Sight for sore eyes.
Blazkowicz. We are getting the fuck out of here now. At the same time. On my mark, hit that button there. Ready? 3, 2, 1, mark! Shite! There you go. Don't!
staircase, Blazkowicz! If you know how to hotwire a car. Fire! Oh, good.
all over the city tracking their every move. Because at nighttime we have more options. A daytime entry to the Kreiser Resistance headquarters is no easy feat. Not that anyone's ever tried one before. Skies are empty for now. Lucky for us. Well, I'd rather die in the fresh air than in that damn prison. Right, you be on the alert now. This is a two-parter. First, we need to hit that blind spot precisely dead on. You in position? Now! Go, go, go! As long as we stay in this here mist, no one will see us. Right, this is the second part. We're jumping. Don't hesitate, just do it. As soon as you hit the water, you're gonna hold your breath and swim after me. Whatever you do, stay under the water. You break the surface, we're all dead. There are Nazis fucking everywhere. Now don't think about it, just jump! You're not supposed to be a grating in front of that hat. I just fucking forgot. Anyway, this is your new room. Down, Max. Gently. Police, Captain. This is close. He's on our side. Used to be a Nazi, but not anymore. How is this possible? We're in the very center of Berlin. You're hiding in a plain sight. That's the last place they would look out. Will they not hear us? Best to keep your voice down then, yeah? Fuck me. B.J. Blaskovich, I should have known only you would be dumb enough to do a daytime entry. Milady. Glad to have you back, Furness. Caroline, you're alive. If you call shitting in a bag living, 3 pulverized vertebrae. You? Head trauma, 4 inches of cast iron shrapnel right in the conch. Still in there. Severed colon, septic shock, shattered pelvis. Memory loss, flashbacks, 14 years in a loony bin. Good to see you, William. So, what can you do? What are you doing here? Pleased to see you too, Tekla. You're supposed to be dead, Fergus Reed. You've been gone for 3 months. This stupid anomaly. People don't come back from Eisenwald. And you, long since off the books. I've heard stories about you. I was told you died in 1946. Misinformation, always. You, I don't even know who you are. Queer variable. Well, none of this has been accounted for. I will have to revise my whole model. Thank you very much. I am hearing interesting things out of London. I have a folder marked Project Whisper, but someone has borrowed it. Klaus, I believe it was. Can you find it and bring it to me? Would you please, Captain? Now that you are here, I think we can do great things. Why don't you sit with me, Miss Anya? Listening on these frequencies, anything out of London, make a note of the time and write down as much as you can. Here is pen and paper. Can I use your typewriter? You know how to type. Yes. My parents thought I should learn. Ah, for you to take dictation, prescriptions and such. Not really. It was useful during my time at the University of London.
for my doctorate in archaeology. Then the Blitz came, and I had to go back home. I was only 16. Well, Doctor, please assist me in figuring out what these damn Nazis are up to.